Hallo, herzlich willkommen zu meiner zweiten Workout-Stunde, Slide-Workout-Stunde. Ich lade euch ein, jetzt am Boden weiterzumachen. Und zwar braucht ihr dazu, ich gehe mal schon mal runter, entweder Servietten, ihr müsst gucken, wo ihr am besten gleiten könnt, oder Topflappen oder zwei Geschirrhandtücher durchgeschnitten. Ihr müsst einfach schauen, was auf eurem Boden am besten gleitet. Die jetzige Sequenz handelt sich um unsere Schulter- und Brustmuskulatur, inklusive natürlich das Core, also unsere Bauchmuskeln. Die werden gut beansprucht, unsere Schulter, unsere Schulterblätter, der obere Teil. Und ich lege einfach mal los und beginne mit meinen Herzservietten. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Ich halte sie nochmal hoch. Die Basisübung ist, im Vierfüßlerstand zu stehen, achsengerecht, Schultern, Handgelenk, Knie, Hüftgelenk. Und dann könnt ihr quasi loslegen. Optional zwei Hände unter zwei Servietten oder aber, um mehr Stabilität und erstmal Sicherheit zu haben, vielleicht nur eine Serviette unter der Hand, die jetzt in Aktion gerät, also mit die wir trainieren wollen, die Schulter. Und zwar schiebt ihr euren Arm weg und wieder ran. Ihr schiebt ihn weg und ran. Und ihr schaut, wie weit ihr kommt, mit ganz viel Druck und Zug. Ja, da freuen sich auch die Faszien. Okay, das wäre jetzt die erste Übung. Vielleicht einmal kurz halten, mal auch wieder in sich reinspüren. Okay. Zweite Variante wäre, ich gehe ein bisschen seitlich, dann könnt ihr mich besser anschauen. Das Ganze ist schon sehr anspruchsvoll. Probiert es mal aus in der Plank. Auch hier nochmal dieselbe Seite. Es geht wirklich schön in die tiefen Bauchmuskeln, natürlich auch in die Schultermuskeln, Brust. Okay, jetzt mache ich noch zwei Wiederholungen. Schön atmen dabei. Optional oder bestenfalls sechsmal wiederholen. 6 bis 8 müsst ihr gucken, wie ihr damit klarkommt. Hinterher die Schulter ein bisschen lockern, Handgelenke lockern. Und dann machen wir gleich weiter mit der zweiten Seite. So, es geht weiter. Jetzt haben wir die andere Seite, noch einmal die Basisübung, Vierfüßler. Aus dem Vierfüßler wegwischen, kraftvoll wieder ranziehen. Ja, noch einmal wegwischen, kraftvoll ranziehen, wegwischen, kraftvoll ranziehen. Oder aber auch in der Plank. Müsst ihr schauen. Gut, ich lege gleich weiter. Variation für den Arm. Nach vorne schieben, ranholen, nach vorne schieben und ranziehen. Kannst dir auch gleich die zweite Serviette dazulegen oder Topflappen oder Geschirrhandtuch, das was gut rutscht. Gleich die andere Seite aus der Vierfüßlerstellung weit nach vorne schieben. Und ranziehen. Weit nach vorne schieben. Und ranziehen. Weiter geht es, indem du die beiden Arme wegschiebst vom Körper und ranziehst. Kurz halten. Ranziehen. Halten. Und ranziehen. Ebenfalls auch zur Seite mit beiden Armen schön kräftig zudrücken, schön auch in die Bauchspannung. Optional auch, wer mehr möchte, probieren möchte, seitlich und reinschieben. Seitlich und reinschieben. Jetzt zeige ich euch noch eine andere Variante für die Brust- und Schultermuskulatur. Das wäre auch hier wieder
kreisende Arme, weit von innen nach außen, weit von innen nach außen. Ich merke gerade, der gute Effekt ist in dieser Übung eine sogenannte Win-Win-Situation. Der Boden wird richtig clean. Beide Arme nach vorne, kreisen, ranholen. Beide Arme. Sehr wahrscheinlich werdet ihr morgen zwischen den Rippenmuskeln ordentlich Muskelkater haben. Schulter, Brust. Oder voneinander wegwischen. Okay, bis gleich zu den nächsten Übungen. Hallo meine Lieben, jetzt kommen wir zu weiteren Übungen, die ich euch vorstellen möchte mit den Wischern. Slide Workout. Dafür gehen wir in den Vierfüßler und starten in der Plank. Unter den Zehenspitzen hast du Topflappen, Geschirrhandtuch oder Servietten und immer wieder gucken, was gut reibt. Und ihr kennt den Mountain Climber. Den machen wir jetzt mal mit fließenden, gleitenden Bewegungen. Richtig schön die Knie an die Bauchdecke ziehen. Kraftvoll die Hände in den Boden drücken. Und ordentlich die Beine strecken und beugen. Die Geschwindigkeit kannst du erhöhen. Oder du kannst langsam gleiten. Bauchmuskeln anspannen. Und loslegen. Gut. Hier zwischendurch Handgelenke ausschütteln, Schulter lockern, ein bisschen durchlockern, ein bisschen durchbewegen. Und dann zeige ich euch gleich weitere Varianten. Es geht weiter mit Variationen in der Planke. Und zwar ist das die Startposition. Wir ziehen die Knie kräftig ran an die Bauchdecke. Das kannst du parallel machen. Du kannst das aber auch als Twist-Übung machen. Du kannst dabei die Hände auch etwas breiter nehmen. Hast du natürlich dann auch ein gutes Brust- und Schultertraining. Schön im Twist arbeiten für den unteren Rücken. Gesäß, Beine. Ich zeige euch auch gleichzeitig noch eine weitere Variante. Wischen in die Grätsche. Oder als Variation Grätsche in die Hocke, Grätsche in die Twist-Hocke, Grätsche, Twist-Hocke. Ich mache noch eine Abfolge mit euch. In die Hocke, Grätsche, Twist. Grätsche, Twist. Und wieder ausschütteln. Ich habe jetzt das Material gewechselt. Das sind jetzt Geschirrhandtücher, die ich benutze. Ihr könnt euch aufrichten, hinsetzen, euch abstützen, die Fersen auf den Stoff legen, Schulter zurückziehen, Brust heben und dann könnt ihr das Gesäß einmal schweben lassen. Und ihr könnt die Beine strecken und ranziehen. Strecken und ranziehen. Immer wieder hochziehen das Gesäß. Ihr könnt auch im Wechsel arbeiten. Das geht richtig schön in die Beine. Haltearbeit für die Schultern. Ihr könnt aber auch einmal kurz durchschütteln, locker die Schulter. Und das möchte ich euch auch gleich mitzeigen. Beine strecken, Brust raus und einfach diese sogenannte Schaukel. Fersen ranziehen bis an die Mattenkante vielleicht sogar. Wenn das geht, zieht das Becken hoch, dann habt ihr schön ein gutes Unterbauchtraining. Das wären Varianten, Optionen für Beine, Bauch. Bis gleich.
Hallo ihr Lieben, jetzt folgen noch weitere Übungen. Das sind jetzt auch meine letzten Übungen, die ich euch vorstellen möchte. Ihr legt euch auf den Rücken, in die sogenannte Rückenlage, Fersen angestellt, Schulter liegt schön auf der Matte, Bauchnabel fest, Arme geöffnet, Kinn zur Brust und ihr hebt das Becken an und ihr schiebt die Beine im Wechsel vom Gesäß weg. Richtig schön. Die Fersen an den Po schieben. Trainiert sehr gut den Po, Beine, Kraft. Okay, Pause. In der Pause auch mal die Fußgelenke lockern. Vielleicht auch mal ausschütteln. Okay, wieder die Fersen auf den Stoff legen. Auf das Material, was gut reibt. Jetzt geht's weiter. Ihr könnt die Beine auch auseinandernehmen, wegspreizen. Versucht das Gesäß in der Höhe zu halten oder wieder abzusetzen. Das wäre dann eine leichtere Variante. Wenn du das Gesäß in der Luft lässt, die ganze Zeit, ist das die etwas anspruchsvollere Variante. So, ich mache noch 4 Wiederholungen. Eine letzte. Und Pause. Und ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Bis zu den nächsten Workout-Übungen, die ich euch vorstelle. Einen schönen Tag und einen schönen Abend und eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao.